Weißt du, was wir diese Woche vergessen haben? Nee. Den Tag des Eichhörnchens zu feiern. Ja. Hm. Dabei haben wir so tolle Eichhörnchenbücher. Genau. Und wie es der Zufall will, habe ich sie sogar in der Hand. Ach, sind beide aus dem Gerstenberg Verlag und putzig. Also das hier, also ist einmal der Winter des Eichhörnchens und dann, das ist mein Baum. Weißt du, und da hatte ich das Gefühl, das Eichhörnchen will den Baum unbedingt für sich alleine haben und alle Kienäppel alleine haben und will deshalb eine Mauer bauen. So eine Idiotie, das machen nicht nur Eichhörnchen, glaube ich, so Mauern ziehen, so lange, bis sie selber nicht mehr gucken können.